Auch wenn wir uns langsam wieder in Richtung Normalität bewegen, so richtig viel gibt es in der Welt da draußen noch nicht zu tun. Und wenn es euch ein bisschen so geht wie mir, steigert eine Pandemie jetzt auch nicht wirklich euer Bedürfnis, sich vor die Tür zu wagen. Zum Glück gibt es ja einen Haufen Spiele, die sich nicht nur einmal, sondern auch zweimal oder dreimal spielen lassen und so viel Endgame-Content bieten, dass ich getrost Stunde um Stunde darin versenken kann. Deswegen wollte ich euch meine persönlichen Top 5 für die Zeit zu Hause vorstellen. Vielleicht ist ja auch was dabei, was noch auf eurer To-Playlist steht. Wie ihr an meiner Spieleauswahl sehen werdet, spiele ich vorrangig auf der Konsole. In meinem Fernsehregal leben deswegen die Switch, die PS4 und die Xbox One in trauter Eintracht. Das erste Spiel auf meiner Liste ist deswegen ein Switch-Exclusive: Fire Emblem Three Houses. Falls ihr noch nie davon gehört habt, stellt euch einfach eine Mischung aus Rundenstrategie, JRPG und Harry Potter vor. Denn als ehemalige Söldnerin fangen wir als Lehrerin an einem Internat an, das die nächste Generation an Generälen und Führungspersönlichkeiten ausbildet. Ich habe dann die Wahl zwischen einem der namensgebenden drei Häuser, für dessen Schüler ich ab da zuständig bin. Ein bisschen wie mit Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff, nur mit extrem viel mehr Waffen. Doch, fast genau wie in Harry Potter, währt die entspannte Schulatmosphäre nicht lang und meine Schützlinge werden in einen den gesamten Kontinent umspannenden Krieg getrieben. Ups. Um unserem Haus beizustehen, führe ich die Schüler in die rundenbasierten Kämpfe und muss genau abwägen, wie sie ihre Fähigkeiten ausnutzen können. Und am Leben bleiben, denn je nach Schwierigkeitsgrad sind die Gefallenen am Ende der Schlacht dann auch einfach weg vom Fenster. Zwar gibt es hier, anders als in früheren Teilen, keine Generationssprünge mehr, dafür können wir Schüler anderer Häuser auf unsere Seite ziehen und so unser Haus zum stärksten und besten Haus machen. Und das Beste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Denn wenn wir die 70-Stunden-Kampagne durchgespielt haben, entdecken wir eine unbequeme Wahrheit. Ich, und ihr dann auch, kann nicht alle Fakten. Je nachdem, welches Haus ich gewählt habe, erfahre ich nur einen Teil des Ganzen. Am Ende bleiben viele Fragen ungeklärt. Um also die ganze Wahrheit zu erfahren, muss ich noch die anderen beiden Häuser durchspielen. Und die geheime vierte Route. Und dabei vielleicht gegen Schüler antreten, mit denen ich zuvor Seite an Seite gekämpft habe, was ein bisschen herzzerreißend ist und auf den höheren Schwierigkeitsgraden vor allen Dingen auch herausfordernd. Denn als jemand, die selbst bereits um die 140 Stunden in das Spiel investiert hat, kann ich sagen, dass Three Houses auch auf lange Sicht spannend bleibt. Falls ihr übrigens keine Switch, aber Lust auf Fantasy-Rundenstrategie habt, kann ich euch auch Wargroove empfehlen. Das gibt's nicht nur auch auf anderen Plattformen, sondern lässt euch auch einen Hundegeneral befehligen. Mein nächster Tipp ist für mich tatsächlich noch ganz neu. Ich habe nämlich vor kurzem angefangen, The Elder Scrolls Online zu spielen und habe damit wirklich viel Spaß. Ich habe eh so in Elsweyr begonnen, dem Land der Khajiit, der katzenartigen Krieger von Tamriel, und über die Hauptstory kann ich euch eigentlich noch gar nicht so viel sagen, außer dass Drachen darin vorkommen. Duh. Denn ich mache seit Tagen alles andere außer der Hauptstory. Zum einen, weil ich so konzentriert spiele wie Toastbrot. Zum anderen, weil Elsweyr, so wie Skyrim auch, voller spannender Geschichten steckt, die nichts mit der Hauptquest zu tun haben. Und ich kann mich dann einfach nicht beherrschen. Ich wäre das schlechteste Rotkäppchen der Welt, weil ich nie auf dem Weg bleibe, der mir die Geschichte vorgibt. Wenn ein kleiner Pfad abzweigt, dann muss ich da entlanglaufen. Und wenn ein NPC am Wegesrand steht und bedröppelt aussieht, dann muss ich doch mit ihm sprechen. Auf die Art habe ich schon den Geist eines Nekromanten getroffen, einer Witwe geholfen, die Habe ihres Mannes wiederzufinden und bin aktuell damit beschäftigt, einem Vater seine verschwundene Tochter zurückzubringen. Klar, ab und an werde ich dann von einem Drachen gegrillt, als wollte mich das Spiel daran erinnern, dass es hier ein echt riesiges, schuppiges Problem zu bekämpfen gibt, aber ich kann mich einfach nicht beherrschen. Diablo was defeated. Ich könnte keine Liste meiner Favoriten machen, ohne Diablo einzubauen. Und obwohl ich in Teil 3 immer noch schmerzhaft die Amazone vermisse, habe ich mittlerweile sogar mehr Zeit mit dem dritten verbracht, als mit den beiden anderen. Was vielleicht daran liegt, dass ich es mittlerweile auf der PS3, der PS4 und der Switch gespielt habe und immer noch nicht damit aufhören kann. Warum auch? Für mich hat es einfach etwas wirklich Entspannendes an sich, wenn ich mich durch Monster- und Dämonenhorden schnetzeln kann. Die Kerker sind meistens angenehm dunkel, spätestens beim dritten Spieldurchgang weiß ich genau, was mich erwartet, und das stete Hauen, Stechen, Ausweichen und Zaubern fühlt sich für mich mittlerweile genauso meditativ an, wie für andere Menschen Mandalas malen oder angeln. Oder was auch immer Leute so machen, um sich zu entspannen. Wer bin ich schon, das zu beurteilen? Ich röste meine Feinde gerne mit glühenden Kohlen. Do not fear the end. Die geschnetzelte Entspannung treibt mich vor den Bildschirm, aber die Loot-Spirale hält mich fest. Denn jeder Beutezug bringt mir neue, mächtigere Waffen, mit denen ich mich ausrüsten kann. Oder die ich zumindest nutzen kann, um aus ihnen neue, mächtigere Waffen zu craften.
Kaum habe ich ein neues Set so transmogrifiziert, dass alles wunderschön zusammenpasst, finde ich etwas Neues. Und das Ganze geht von vorne los. Wie kann ich da aufhören? Fun Fact: In der Switch-Version bekommt ihr ein Hühnchen als Begleiter, das für euch Gold sammelt. There isn't a security measure on Earth that can stop me. This is gonna be so awesome. Um es kurz zu machen, ich kenne wenige Spieleserien, die so durchgestylt sind wie Persona. Von den Figuren über die Musik bis hin zum Menü ist alles aufeinander abgestimmt und einfach nur richtig stylisch. Aber Persona kann noch viel mehr als schick auszusehen. Richtig komplexe, rundenbasierte Kämpfe zum Beispiel. Denn in der Kampagne geht es darum, Tokio von miesen Schatten zu befreien, die sich in den Menschen einnisten und sie übernehmen. Dafür müssen wir in den Geisterbesessenen eindringen, der sich dank der Schatten in einen gefährlichen Dungeon verwandelt hat und dort ordentlich aufräumen. Dabei helfen uns die namensgebenden Persona, die wie ziemlich düstere Pokémon beschworen werden und für uns die Schatten attackieren. Doch als wäre das nicht genug, hat Joker, unsere Hauptfigur, nebenbei auch noch sein Privatleben zu pflegen. Er muss zur Schule, für Prüfungen lernen, sich fit halten, seine Freunde treffen und vielleicht auch noch die große Liebe finden. Und weil ihn Erfolge im echten Leben auch in den Kämpfen stärken, habe ich mich mit so viel Elan an sein Privatleben gemacht, dass dieser digitale Highschool-Schüler ein sowas von durchorganisiertes Leben führte, wie ich es niemals haben werde. Ich selbst weiß Sonntagmorgen noch nicht mal, was ich mittags vorhab, aber Jokers ganzer Monat ist bereits komplett durchgeplant. Das Zusammenspiel aus Kampf, Strategie, Romance und echtem Leben beginnt ganz langsam, zieht einen während der Kampagne aber immer mehr in seinen Sog. Kein Wunder, immerhin hat das Spiel ja auch mindestens 90 Stunden Zeit, die Mechaniken zu verfeinern. Und noch mehr, wenn ihr euch das 2020 erschienene Persona 5 Royal schnappt, das einen zusätzlichen Charakter und ein weiteres Halbjahr bietet. 90 Stunden Spiel, ein komplexes, anspruchsvolles Kampfsystem, eine vielseitige Sozialsimulation und ein ganzer Haufen unterschiedlicher Charaktere sind der Grund, warum Persona 5 immer noch eins meiner liebsten Spiele überhaupt ist. Und Morgana. My appearance might have changed, but I'm still an admirable human. This is how you fight. Und natürlich darf auch ein Teil der Final Fantasy Reihe nicht in meiner Liste fehlen. Vor allem dann nicht, wenn gerade einer der besten Teile komplett neu erschaffen wurde. Das Final Fantasy VII Remake ist der erste Teil einer Remake-Reihe, die die Geschichte von Tifa, Cloud, Aerith, Barrett und den anderen neu interpretiert. Dabei bekommen nicht nur die Figuren und ehemaligen Polygonknubbel ein Makeover, auch das Kampfsystem und Geschichte sind nicht mehr ganz so, wie wir es in Erinnerung haben. Meiner Meinung nach eine sehr kluge Entscheidung, denn so gibt es immer wieder neue Ecken und Verflechtungen in Midgard zu entdecken. Gleichzeitig bekommt das 20 Jahre alte Spiel aber auch die Generalüberholung, die es braucht, um auch Spieler zu faszinieren, die vielleicht gerade erst einen Zeh in den Marianengraben tauchen, der JRPGs ist. Die Kampagne ist zwar, da sie erst den Anfang des Spiels zeigt, weitaus kürzer, als wir es normalerweise von JRPG gewohnt sind. Dafür können wir jedoch auch nach Abschluss der Story in einzelne Kapitel zurückspringen, Quests beenden, den neuen Hard-Mode ausprobieren und Esper und Accessoires freischalten. Ich persönlich empfehle ja den Schokomoppel, einfach weil er so rund ist. Klar, seine Bomber, Mogris und Tomberries sind auch klasse, aber in erster Linie sieht er einfach richtig, richtig lustig aus. Um zurück zum Punkt und meiner Spieleempfehlung zu kommen, wenn ihr das Original gespielt habt, spielt das Remake, weil die Figuren so viel mehr Tiefe bekommen, das Kampfsystem eine sinnvolle Veränderung durchgemacht hat und gerade das Ende des Spiels etwas ist, was jedem Fan den Kopf wegbläst, sei es jetzt im positiven oder im negativen Sinne. Wenn ihr das Original noch nicht gespielt habt, spielt das Remake, denn auch wenn die letzten Spiele der Reihe euch vielleicht nicht interessiert haben, ein Blick ins Remake könnte euch helfen zu verstehen, warum die Final Fantasy Reihe auch über Jahre hinweg noch so viele Fans begeistert. Und jetzt ist mir am Ende erst aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe zu begründen, warum hier nur Spiele aus den letzten Jahren zu finden sind. Hauptsächlich, weil ich euch ein bisschen Abwechslung bieten wollte. Denn sobald wir ein paar Jahre zurückgehen, sind wir wieder bei Skyrim, The Last of Us, der Uncharted-Reihe oder Heroes of Might and Magic 3, wenn wir wirklich, wirklich weit zurückgehen wollen. Oder Alpha Centauri. Das ist auch schon lange her, aber immer noch eins meiner allerliebsten Weltraumspiele. Aber die kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon. Deswegen habe ich ein paar Titel rausgesucht, die ein bisschen neuer sind. Das war's auch schon. Zurück zum Video an Katrin. Das waren meine 5 Empfehlungen für mehr Zeit zu Hause. Ist vielleicht auch ein Favorit von euch dabei? Könnt ihr mir vielleicht auf Basis meiner Lieblinge noch andere Spiele empfehlen, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe? Schreibt mir eure Empfehlungen gern. Ich bin übrigens nicht die Einzige, die Empfehlungen für euch parat hat. Auch Maurice und Natascha haben zum Beispiel bereits verraten, was auf ewig in ihrem Herzen Platz hat. Schaut mal rein.
Vielleicht ist da ja was für euch dabei.